Wenn Sie sagen, dass, dieser Aspekt des Krieges, das in einem Menschen innerlich stattfindet, welcher Aspekt kommt hier zum Vorschein? Was muss im Menschen verinnerlicht sein, damit er weiß, welchen Weg er einschlagen soll? Der Mensch muss auf der mittleren Linie gehen, weder im Guten noch im Schlechten, weil gut oder schlecht misst er ebenfalls gemäß seinem Ego, sondern muss in der mittleren Linie gehen, dort, wo er sich über sein Ego erhebt und so handelt. Man muss lernen, wie man das tun kann, aber so eine Neigung, so ein Bestreben in jedem Menschen zu bilden, das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt richtige Erziehung.